so, ich wollte jetzt eigentlich nicht gegen die Viecher kämpfen, sondern wenn dann Enderman, die natürlich nicht beim Regen so oft auftreten, wie man jetzt sicher weiß, aber naja, so, ich glaube, da hinten war ja der Dschungel, gell? Ich weiß es nicht mehr. War das da? Ich hatte ja mal einen gefunden. Ich hoffe es, dass es stimmt. Nicht, dass ich mich jetzt hier verirre. Na gut, nach Hause werden wir finden, aber ich will jetzt hier nicht wieder 5 Folgen rumlaufen, im Dschungel suchen. Na, ich hätte gerne dann doch mal ein paar Kakaobohnen. Und selbst wenn ich schon welche habe in der Kiste, ich brauche ja noch Tropenholz, um die auch anzupflanzen. Na, damit ich die ein bisschen vermehren kann. Und deswegen gehe ich jetzt nochmal in den Dschungel. So. Na komm, dich nehme ich mit. Hier könnte ich eigentlich ein bisschen Erde abbauen, aber ich mach's nicht. Man muss ja nicht immer das machen, was man könnte. Willst du auch Brot haben? Da hol dir selber welches. Das habe ich selber angebaut. Mir jahrelang erarbeitet. Mit Jahren meine ich Folgen. Eine Folge kommt einem ja vor wie ein Jahr. So, ach, da haben wir Kürbisse. Haben wir schon Kürbisse zu Hause? Ich weiß es gar nicht. Und hier war ich schon mal. Ich kann mich erinnern. Ich glaube, da kommen wir jetzt in Richtung des Mesa-Bioms, wenn ich mich nicht recht... Nee, wenn ich mich nicht irre. So. Nee, ich glaube, das Mesa-Biom war wieder mal anders. Da müsste man noch ein bisschen mehr in die Richtung. Na gut, ich wollte ja ein bisschen mal drüber quatschen, was jetzt so mit dem neuen Projekt ist, also Varo. Ja, am Anfang hatte ich da noch ein bisschen Bedenken bei dem neuen Projekt. Oh, scheiße, jetzt kommen natürlich die Monster, wenn ich anfange zu reden. Das wollen wir natürlich nicht hier. Na komm. So. Ja, die Spinne kannst du abwerfen, aber bitte nicht mich. Alter. Stimmt ja, mit dem Rückstoß darfst du nicht gegen Hexen kämpfen. Also dich dann erst recht abwerfen. Die kämpfen gerade hier. Na, hattest du Spaß mit der Spinne? Oh, endlich vorbei der Regen. Haben wir jetzt auch endlich mal Chance auf weitere Endermen. Ja, komm her. So, ja, das neue Projekt Varo. Ich hatte am Anfang noch meine Bedenken, weil vor allem, wo ich den Trailer gesehen habe, naja, das, ja gut, mit der Kuppel da, die sie da gemacht hatten im Trailer, das habe ich natürlich nicht. Da wusste ich dann schon, dass das ein bisschen größer wird. Aber ich fand das Konzept nicht ganz so gut. Ich hatte halt mit sowas gerechnet wie Hero, dass man wirklich hier ein bisschen... ach, warte mal, jetzt klemmt das hier wieder alles. Dass man also wirklich, dass der Schwerpunkt darauf liegt, dass man ein bisschen Häuser baut und sich, was weiß ich, so eine Stadt aufbaut, was weiß ich, wie es auch ein Megaprojekt war. Aber sowas nicht. Und da war ich dann erstmal ein bisschen skeptisch. Aber dann ist es doch ganz cool geworden. Vor allem, wo ich dann auch noch skeptisch war, wo schon so viele Leute in der ersten Folge gleich rausgeflogen sind.
Da habe ich schon gedacht, ach, das Projekt hat doch nur 2 Folgen oder so. Das in der zweiten Folge dann irgendwie alle raus. Aber es war dann nicht so. Es war nur wirklich die erste Folge so chaotisch. In der zweiten ging es dann ein bisschen besser zu. Weil ja auch, weil die ja auch nicht zusammen aufnehmen meistens. Und weil sie sich halt auch immer aufrüsten müssen erstmal und dann halt später kämpfen. Ist ja auch verständlich. Ja, und mittlerweile finde ich es eigentlich ganz cool. So, Enderman. Oh, 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 oh. Wie viel haben wir denn hier? Ja, da können wir doch einiges mitnehmen, würde ich sagen. Das Texture Pack gefällt mir wirklich gut. Also da, das ist mal wieder was Gutes. Mit diesem rustikalen, ein bisschen realistisch wirkenden Texturen, nicht so comic-mäßig. Außer natürlich die Items, die sind ja noch Work in Progress. Nein! Na gut, das ist mir jetzt eigentlich scheißegal, ob hier ein Loch ist. Ich wollte nur nicht sterben. Alter, wie die Maus hängt hier mit dem Kabel. Warte mal. Ja, jetzt geht's. Mein Gott. Dann, das hört man mal so in der Aufnahme. Es stört immer so. Tut mir leid, aber geht nicht anders. Ja, wie gesagt, das Mikro hier, das nimmt einfach alles auf. Dem entgeht nichts. Sie lässt halt ihn schlagen. Na komm, lass dich schlagen. Oh, 2. Enderperle. Oder ja. Ach ja, so, dann gucke ich mal ein bisschen. Ah, es war ja so eine Wüste. Ah, ich glaube, die war woanders. Ich glaube, das war woanders. Muss ich mal gucken. Na komm. Das nervt mich nicht. Nein, nervt mich nicht, habe ich gesagt. So, den Typen brauche ich auch nicht. Nun gut, dann nehmen wir den ja auch noch mit. Hätte man sicher nicht gedacht, dass ich den jetzt töte. Das kann man sich nicht zusammenreimen. Und da vorne ist ein Enderman. Aber den krieg ich... Oh Mann, jetzt am Tag, wo sie dann sich hin und her porten, da kommen sie natürlich wieder, gell? Da spawnen sie. Aber nachts nicht. Natürlich immer diese Ironie. Die ich überhaupt nicht leiden kann. Na komm. Zombies sind auch noch am Tag da. Verbrennen halt nur. Ganz nicht so leicht. Nein! Ach, zum Glück habe ich noch gekriegt. Wie schnell der Hunger kriegt hier. Das Brot hält echt nicht so lange vor. Ja. Bisschen blöd jetzt. Ja, komm, bevor die Sonne aufgeht und du wieder Sonnenbrand kriegst. Und deshalb die ganze Zeit ausreißt. Oh, und noch eine Enderperle. Sehr gut. Wir kommen voran, Leute. Und hier Samen. Also die Samen, die man ständig aufnimmt, das nervt echt. Also das haben sie nicht gut gemacht. Hatte ich auch schon mal in so einer Timeline-Folge angesprochen. Das war früher echt besser in der Alpha, wo man da die Samen noch gekriegt hat, wenn man mit der Hacke Gras beackert hat. Und nicht, wenn man hier auf hohes Gras schlägt. Weil da schlägt man immer mal drauf. Und da tropfen immer Samen drauf. Die ganze Zeit. Das ist halt nicht so gut. War ich hier nicht schon mal? Ich kann mich gerade erinnern, hier schon mal gewesen zu sein. Ich glaube, das war, wo wir damals in Folge 44 irgendwie... Ach ja, da waren wir ja vorher bei uns zu Hause in dem alten, also am Spawnpunkt. Und da wollten wir dann hier wieder zurück und haben wir ewig gebraucht, haben uns übelst verlaufen. Aber jetzt habe ich ja zum Glück die Koordinaten einigermaßen im Kopf. Alter, wie viel Brot ich einfach esse. Oh. Ja. Die Rüstung ist gleich durch. Ich glaube hier in dem Waldbiom. War das hier? Nee, es war nicht hier. Das war auf jeden Fall, ich glaube, das war hier in dem Waldbiom. Da sind wir doch damals... Da waren wir auf so einem See.
hatten da irgendwie eine Werkbank und sind da mit dem Boot nochmal auf dem See rumgefahren. Einfach nur, weil wir die Wartezeit überbrücken wollten, weil wir einen Ofen irgendwie befeuert hatten. Ja, genau. Was man sich auch alles merkt, ne? Ist auch schon wieder eine Weile her. So, was haben wir denn hier? Ich glaube nichts Großes. Ach, jetzt bin ich wieder an so einer Blockecke hier hängen geblieben. Das nervt immer. Ja, ich glaube aber hier werden wir den Dschungel nicht finden. Ich habe doch gesagt, es dauert wieder 5 Folgen, bis wir den Dschungel finden. Ach, Leute, Leute. Zum Glück nicht Leute heute. Oh ja, ich weiß, ich war auch. Hab nichts gehört. Ja gut, wir sind jetzt eigentlich nur in die Z-Richtung gelaufen von den Koordinaten. Aber wir müssen mal jetzt zum Dschungel. Oh, hier ist Lavabecken. So. Schon wieder so gesagt, ey. Das hört aber auch nicht auf. Hier liegt noch Zeug rum. Alter, wie viel? Liegt das noch von damals rum, wo wir hier schon mal lang gelaufen sind oder so? Ach, wenn ich nur Tropensetzlinge hätte, da wäre alles so einfach. Aber die habe ich natürlich damals nicht mitgenommen, weil irgendwie das Inventar auch voll war. Und wir hatten ja da hinten auch ein NPC-Dorf gefunden, wenn ich mich... Ja, genau, da war was. Da war doch auch irgendwie eine Savanne. Ich glaube, da gehen wir dann auch nochmal hin irgendwann. So. Ich glaube, das mit dem Dschungel werden wir dann später machen. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt gar keine Lust drauf. Weil ich habe da noch was geplant. Ja, ich habe was geplant für nach Folge 100 habe ich auf jeden Fall noch was geplant. Und ja, da gucken wir mal. Ich weiß noch nicht genau, wie das ablaufen soll. Ich hatte ja auch mal gesagt, dass ich irgendwie Feed the Beast let's playen will, also mit Modpack hier ein bisschen. Das Problem ist halt nur, da müssen wir wieder mit der 1.4.7, mit der uralten Version zocken. Na, ich weiß nicht, ob ich das will, ne? Würde ich natürlich dann eine neue Map anfangen. Aber das würde ich dann als extra Let's Play, glaube ich, machen, wenn dann. Weil das passt ja einfach nicht dazu. Da müssten wir dann wirklich hier auf der Map auch dann spielen. Und es wird da nicht viel bringen, weil ich kenne mich ehrlich gesagt mit den ganzen Maschinerien bei Feed the Beast nicht aus. Und von daher wäre es vielleicht ein bisschen sinnlos. Deswegen blase ich das vielleicht ab. Und dann machen wir dann nach Folge 100 anders weiter. So. Also wie viel Brot wir verbraucht haben. Jetzt schon 20 Stück. In der relativ kurzen Zeit. Und ich glaube, ich fange dann doch mal an mit dem Erdeklatschen jetzt. Was ich gesagt hatte.